Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mit mir Mazzino. Hallöchen. Münze. Hallo. Ach. Hello. Und Borkohl. Ne. Doch. Nö. Kann gar nicht sagen. Heute möchte sogar Ach wieder mit uns mitspielen. Ja, ich möchte immer mit euch spielen. Ich kann nur leider nicht immer. Ich habe meinen Doktorkoffer verloren. Oh. Vergessen einzupacken. Und ich habe wieder meine legendäre Taschenlampe, sonst habe ich nichts. Oh. Und ich habe das erste Mal Blutpunkte gesammelt und weiß nicht, wie ich mir diesen Medikoffer kaufe. Einlösen. Ja, einlösen im Blutnetz. Ja, habe ich, aber trotzdem habe ich dieses Ding nicht in der Hand. Musst du auch auswählen bei den Items so. Ja, musst du auch in der Ausrüstung reinnehmen. So ein Add-on oder so, oder? Ah, nee, das ist direkt unten steht dein Menü öffnen und dort klickst du drauf und dann hast du da links so vier verschiedene Buttons und die klickst alle durch irgendwie und dann wählst immer was aus, was da ist. Nur Profis, ja. So ungefähr. Ja, das ist so sehr eine Noob-Frage. Wie rüste ich meine Items eigentlich aus? Ja, ich bin ein Noob und ich stehe dazu, verdammt nochmal. Ich bin stolz drauf. Nach mittlerweile 30 Folgen fast, ist das schon traurig. Als Noob lebt sich aber am leichtesten. Woche immer nur am Sonntag, die eine Stunde. Was bist denn für ein Killer? Kettensäge. Ah, oh, scheiße. Boah, das war jetzt nur Ablenkung, Manöver, glaube ich. Sie ist jemand anders, denke ich. Nee, sie ist Nurse. Nein. Doch. Also der Haken und der Haken sagt nur. Ich depp. Ja, du bist mir genau reingerannt gerade. Ah, scheiße. Warum hat sie da nicht nochmal gemacht? Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich Vollidiot. Hallo. Hallo. Da kann ich die Treppe nicht hochporten. Komm mal wieder runter. Nö. Ich denke nicht. Hilfe! Der Meister der Generatoren ist wieder am Werk. Wo ist da mein kleines Füchschen hin? Oh. Oh. Süß. Es ist einfach weggerannt. Ja. Toll, ich will geheilt werden. Ja, wo bist du denn? Hör doch mal auf, die ganze Zeit hier von mir wegzukriechen. Was? Bist du mal ich versuche dir die ganze Zeit zu folgen. Ich sehe, hab noch deine Blutspur jetzt hier. Achso, ja, dann bleib ich da einfach mal da. Ah. Jetzt habe ich die Spur verloren. Verdammt. Ja, warte, ich lauf. Ah, da. Komm zu Papa. Ein bisschen links gucken. Machst du da? Mazzino? Ja, wo bist du? Ach, da. Hat doch gesagt, ein bisschen nach links gucken. Mach mich heile. Fummel an mir rum, du darfst. Oh ja, yeah. Schönes Fummeln. Was macht ihr da? Alter, nicht fummeln. Oh, nicht so tief. Oh. Alter! Jetzt wird's eklig. Wieso? Das wird schon etwas blutig. Wir bereiten uns nur vor darauf, wenn wir irgendwo mal 50 sind. Dann müssen wir das eh machen. Was? Oh ja, das sind auch Altherrenprobleme. Ja. Eine schöne Prostata-Untersuchung. Yummy. Leute! Was denn, man kann auch wenigstens versuchen, das zu genießen. War die Katze bei mir oder bei dir? Das war meiner. Also. Hört man das durchs Mikro? Also gerade, ja. Es war gerade leicht irritierend, dass er hinter dem Laptop läuft. Wieso erschreckst du dich, wenn du der Killer bist? Mazzino, wo ist denn hier ein Generator? Ja, die Frage, kann ich den oder kann ich nur zurückgeben? Na so, ja, das sind wir nicht. Beziehungsweise wäre auch mal toll, wenn hier irgendwo eine Kiste wäre. Ich würde nämlich gerne irgendwas in der Hand halten. Oh, eine Kiste wäre schön, ja. Ja, und ich sehe die Drecksdinger eigentlich auch. Also normal müsste ich die schon vorher sehen. Dich. Wer ist dich? Ich sehe jetzt eh dich nicht mehr. Wen hast du gemeint? Ja, das freue ich mich auch gerade.
Weiß ich doch nicht, ich glaube Borkohl habe ich gesehen, aber dann bin ich ohnmächtig geworden. Ja, das wäre durchaus möglich gewesen, weil ich... Ach, hier ist ja schon jemand. Ja. Ja, hi. Hi. Ja, fertig. Nein! Oh, endlich du bist gemein. Na, endlich. Dankeschön. Hallo. Hallo. Nettester Killer überhaupt. Geh weg. Dankeschön. Danke, dass ich dich töten darf. Bitteschön, dein Haar. Du bist gemein. Warum? Hab ich extra für dich mag da? Mag dich nicht. Oh. Nur weil mein Laken dreckig ist. Laken? Ja, genau deswegen. Mach dich sauber, lieber. Sei gut, hör auf. Sie rennt da immer noch herum. Ich sehe sie die ganze Zeit rumrennen. Gehst du weg? Ich gehe schon. Weg? Sorry. Ja, wirklich. Bisschen schneller. Ja, ich bin doch schon längst weg. Verdammt, mein Kater versucht die Kabel zu packen. Uhu. Oh, wer ist da? Na, nicht schon wieder. Geh doch mal weg. Ups. Genau. Au. Sorry. Ja, eine Prostata-Untersuchung ist nicht immer angenehm. Na, dann Borkohl kriegt das Tolle und ich krieg die Schmerzen. Mm. Dankeschön. Bitte, bitte. Und ich habe jetzt vorhin sogar endlich mal einen Generator gesehen, aber dann kam... Kam es dazwischen. Mrs. Bettlaken vorbei. Ich glaube, ich werde hier nicht einen Generator diesmal machen. Deprimierend. Oh. Das war die Meister am Werk. War. Mein Kater wirft die ganze Zeit irgendwelche Sachen runter. Das ist sehr irritierend nebenbei. Das gibt den Let's Play nochmal so die richtige Würze. Mit dem Spuren lesen nicht. So gar nicht. Alter. Hallo. Yay. Verdammt. Ach, schon wieder. Geh weg. Warum immer dich? Lass mich in Ruhe. Ich hab mal den Haken hier sabotiert. Wie der hier? Ist der Putt? Nö. Nö, nö. Den darfst du siehst du ja nicht mehr. Achso. Ich bin dort. Kannst mich gleich mal heilen. Jo. Aber... Kann ich dich heilen, während du? Nee. Nee, ich nicht. Ja, lass gerade noch schnell. Tasten rum, der andere... Ich meine, nee, lass mal erstmal heilen. Weil sonst weiß sie... wo. Komm weg. Sie ist da gleich. So. So, kriegst ein kleines Pflasterchen. Dankeschön. Bist du hinter? Mit Smiley-Gesicht. Ja, warte. Jo. Und weg. Dankeschön. Bitte. Ich sehe euch. Oh, ich werde jetzt vorsichtiger sein. Warte mal, ich Lenfe ist böse. Die Kiste durch. Hey, auch nichts dafür, dass du mir mal in die Arme rennst. Zieh nur ein paar Sachen auf. Genau. Ziemlich knappe Nummer heute hier. Oh, läuft doch ganz gut. Wir brauchen immer noch zwei, ne? Ja, ist alles schick. Ja, aber Lenfi ist besser geworden. Die kriegt auf jeden Fall die Leute jetzt öfter. Dabei habe ich mit dem Killer überhaupt nicht geübt. Nur mit Survivor. Da anliegt. War ganz lustig, letztens als ich mal alleine gespielt habe, habe ich mich... Oh, hallo. Ich wollte gerade was erzählen. Aber... Gesundheit. Geh weg! Will man hier eine Geschichte erzählen, auf einmal läuft dann einfach so ein Survivor an. Gott. Das
sehr unhöflich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Letztens im Ferienlager. Nee, ich habe letztens mit der Nerds hier auf der Karte gespielt und habe mich dann tatsächlich im Haus festgebackt nach dem Teleportieren. Ja, das kann passieren. Ja, das war echt lustig. So. Und hier irgendwo höre ich doch was. Ja, da. Der nächste Haken hier sollte sabotiert sein. Das war, glaube ich, 8, ne? Nee, ich bin's. Oh, was Charakter wechselt? Ja, sieht man halt besser. Schlechter, meine ich. Details. Ah, Mist. Warte mal. Ich kann ja noch den Rest von meinem Werkzeugsatz nehmen. Wie schnell bist du hierher gekommen, hä? Das war witzig. Nein! Fuck. Mann, wie fies. Weitermachen. Ja, ja. Das war sehr schön, dass du mir genau mit dem Brett entgegengesprungen bist. Wo ist denn Marzino? Ich hab eigentlich gedacht, du stehst hinter mir. Ja, ich hab's jetzt ein bisschen besser raus, wie man den Survivern hinterherläuft als Killer, aber leider nicht anhand der Blutspur. Holt mir jemand? Boah, ich bin nämlich gerade komplett woanders hingerannt. Oh. Scheiße. Hi. Gerade wo ich supporten wollte. Mann. Ja. Und jetzt lässt der Geist den Kopf hängen. Das ist immer so süß. Nein! Ja, hat mich getroffen, alles gut. Ich hab nicht gecampt, ich hab dich nur gesehen. Ja. Ich bin nachgerannt. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich dachte, du wärst länger da, so halb bewusstlos. So, Manzino, bist du weggekommen? Ich weiß es noch nicht. Macht euch bereit! Hi. Ich glaube ja. 8, das war ein bisschen zu lange dramatische Pause. Du kannst jetzt den Generator beenden. Moment. Ja, beende mal bitte. Ich bin auch gleich am Generator. Oh. Danke. Hätte mal jemand ein Pflaster für mich? Ich hätte auch gerne eins, aber Prioritäten. Irgendwas zum Blutstoppen. Aber lief halt gar nicht so schlecht für mich, die Runde. Ja, okay. Günther, kommst du mich mal heilen? Ja, ja. Haben wir gerade. Ja, warte, hier ist der dritte. Einer fehlt noch. Ja, Marzino. Marzino, komm! Ja, wo seid ihr? Ausgang. Ausgang. Toll, bin ich genau zum falschen Ausgang hin. Okay. Haha, ein offener Ausgang. Schön. Ja, komm, lauf. Ja, raus, ja, das ist aber nett, dass ihr hier mit Fähnchen auf mich wartet. Läuft. Läuft, Fackel. Danke für die Punkte nochmal. Ja, wirklich blenden. Ach, war doch okay. Hast du ziemlich oft die Leute erwischt, ne? Also... Ja, war kein getötet. Ja, aber besser als sonst. Ach, hätte ich fast gehabt. Ja, das stimmt. Ich habe mich dann oben versteckt im Dach. Da bist du nicht hingegangen. Ja, das war mir. Also, es ist blöd, dass man nicht nach oben porten kann. Ich hätte gerne nochmal so eine Funktion extra, dass ich ins Haus hochporten kann. Also, dann deswegen ist bin ich raufgegangen. Na gut, dann will ich jetzt abmoderieren. Also, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht von mir. Es lief ja schon mal ganz gut. Also, bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Dann. Ciao. Ciao.